Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. Tageshoroskop am 30. November 2018 nach indischen Astrologie. Bevor ich starte, möchte ich meine Angebote nochmal ankündigen. Einmal, ich biete WhatsApp-Beratungen an für 10 Euro. Unten in Infobox befindet sich meine Nummer. Ich biete auch Handlesen an als WhatsApp-Beratung, auch für 10 Euro. Dazu benötige ich zwei Bilder. Einmal von linker Hand, einmal von rechter Hand. Schreib bitte noch die Geburtsdatum dazu. Falls ihr Linkshändler seid, dazu schreiben, weil dann muss ich das anderes deuten. Handlesen ist faszinierend, hat auch mit Astrologie was zu tun, weil unserem Finger und unserem Hand erscheinen die Planeten. Die zweite Angebot gilt bis 31. Dezember 2018. Und das ist eine Videoberatung, selbstverständlich anonym. Diese Videoberatung beinhaltet ein Geburtshoroskop-Analyse und dazu noch ein Jahreshoroskop für Jahr 2019 für 25 Euro. Mit diesem Angebot möchte ich meine Dankbarkeit ausdrücken und die Astrologie näher bringen. Ihr dürft wählen, wünscht ihr das nach westlicher Astrologie oder lieber nach indischer Astrologie oder nach chinesischer Astrologie. Ich brauche dazu die Geburtsdatum mit Uhrzeit und Geburtsort. Und jetzt zu heutigen Tageshoroskop. In diesem Bild erscheinen die vier Grundelemente. Feuerelement, Erdeelement, Luftelement und Wasserelement. Jedes Element bedeutet was anderes. Feuerelement ist die Begeisterung, die Leidenschaft, ist auch aktiv, setzt etwas in Bewegung, zeigt Kraft und Mut. Erdeelement ist die Sicherheit, Stabilität, eine feste Boden unter unseren Füßen, zeigt auch die Realität, die Bodenständigkeit, aber auch die Finanzen. Die Luftelement hilft uns von etwas befreien, endlich etwas loslassen, aufatmen und zeigt uns die Leichtigkeit. Wasserelement herrscht über unserem Unbewussten, auch unserem Träumen und Sehnsüchte und hat einen Bezug zu unseren Gefühlen. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion und die Tierkreiszeichen Skorpion gehört zum Wasserelement. Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe und die Löwe gehört zum Feuerelement. Ich setze Mond zum Feuerelement. Mars bewegt sich in Tierkreiszeichen Wassermann, natürlich nach indischen Berechnungen. Ich möchte das nicht jeden Tag erklären. Nur dazu, die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anderes. Also nicht wundern, wenn ich vermitteln, wo Sonne, Mond und Planeten sich befinden, dass das anderes ist als im westlichen Horoskop. Mars ist in Tierkreiszeichen Wassermann und das gehört zum Luftelement. Ich setze Mars zum Luftelement. Merkur ist rückläufig. Und diese Rückläufigkeit bedeutet, es wird etwas gebremst oder wir verschlucken gerade die Worte. Wir können das nicht so ausdrücken, wie unserem Gefühl das möchte. Bedeutet diese Rückläufigkeit auch Vergangenheit. Alte Themen kommen wieder hoch, das wird angesprochen oder meldet sich jemand von Vergangenheit und kommt eine Nachricht. Dazu noch, dass Merkur heute in seiner Umlaufbahn ganz nah zur Sonne befindet. Und das heißt, die Bedürfnisse,
nach Wahrheit und nach klärenden Gesprächen ist sehr stark ausgeprägt. Bedeutet auch, die Wahrheit kommt ins Licht. Merkur ist im Skorpion, gehört zum Wasserelement. Jupiter ist auch im Skorpion. Ich setze Jupiter zum Wasserelement. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Waage, gehört zum Luftelement. Ich setze Venus zum Mars. Die passen gut zusammen. Das sind die beiden Liebesplaneten. Das ist ein Liebespaar, Aphrodite und Ares. Saturn erdet. Ich setze Saturn in die Mitte, hält die Energie zusammen. Das sind die persönlichen Planeten. Und diese persönlichen Planeten haben einen Einfluss auf unseren Alltag. Also bleiben wir jetzt nur bei dieser Deutung. Die beeinflussen unseren Alltag. Die Verbindungen. Sonne steht in Spannung zum Mars. Sonne-Mars-Spannung. Und das trifft die männlichen Personen. In erster Linie trifft das die männlichen Personen. Entweder haben sie Stress mit Vater oder haben sie Stress mit dem Chef, kann auch bedeuten, Sonne symbolisiert auch der Chef, aber symbolisiert auch Regierung. Regierung, und es ist gerade Hochspannung im politischen Ebene, aber bedeutet auch Sonne und Mars-Verbindung, dass die Sonne beleuchtet etwas. Und die Wahrheit kommt ins Licht. Und durch diese Wahrheit entsteht eine Spannung. Und das trifft in erster Linie die männlichen Personen. Uranus befindet sich im Tierkreiszeichen Widder. Das ist auch Feuerelement. Ich setze Uranus zum Feuerelement. Uranus ist auch rückläufig. Diese Rückläufigkeit bremst vieles ab, gerade die Veränderungen im Leben, aber bedeutet auch Vergangenheit. Und gerade bei langsameren Planeten wie Uranus, diese Rückläufigkeit zeigt auch karmische Themen und das trifft die Wiedergeborenen. Und Uranus bestrahlt sogar die beiden karmischen Knoten, die absteigende Mondknoten, was die alte Karma symbolisiert, und auch die aufsteigende Mondknoten, was die Suche nach neuen Möglichkeiten, die neue Richtung unserem Schicksalswegs. Wir suchen unseren Platz im Leben und das befindet sich im Krebs, diese aufsteigende Mondknoten oder der Rachenkopf. Und die alte Karma, die alten karmischen Erinnerungen wird im Tierkreiszeichen Steinbock aktiviert. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann, gehört zum Luftelement, und Pluto im Schütze gehört zum Feuerelement. Saturn ist auch im Schütze, zeigt Richtung Feuer. Hier haben wir auch Lernaufgabe, das tun, was uns begeistert, mutig zu sein, etwas in Bewegung setzen. Hier sehen wir sofort, es fehlt was. Es fehlt komplett die Erde-Element. Und wir sollen ausgleichen. Es ist hier nicht ausgeglichen. Und vor allem heute haben wir auch noch Halbmond. Und Halbmond ist schön, aber Halbmond ist immer eine Spannung. Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Das ist Wasserelement. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Löwe, das ist Feuerelement. Und unser Planet Erde bewegt sich im Stier, das ist Erdeelement. Das heißt, wir brauchen auf die Erde gerade die Bodenständigkeit, die Sicherheit und Stabilität. Und wenn wir das vergleichen, Sonne in Skorpion, Wasser, Mond im Löwe, Feuer, unserem Planet Erde, Stier, das ist Erde. Das heißt, Sonne, Mond und Erde stehen in Verbindung. Die Tierkreiszeichen sind Skorpion, Stier, Löwe. Die Elemente sind Wasser,
Feuer und Erde hier bei diesem Halbmond-Spannung fehlt als Ausgleich die Luftelement. Und hier bei dieser inneren Spannung hilft diese Planeten, was gerade im Luftelement stehen. Das heißt, diese Mondenergie heute, was unseren Gefühlen beeinflusst und wir erleben, dass innere Spannung und innere Nervosität, das gleicht die Luftelement aus. Und Mars, Venus, das ist die Liebe. Und Neptun ist die Träume. Entweder eine traumhaft schöne Partnerschaft hilft, zur Ruhe kommen, oder wir brauchen einen Traum, eine Vorstellung über die Liebe, Partnerschaft. Und diese Themen oder dieser Traum gibt uns die Leichtigkeit und diese innere Spannung wird dadurch besser, weil wir bekommen dann die innere Ruhe, die inneren Gleichgewicht und das führt uns zum Leichtigkeit. In indischen Astrologie gibt es Mondhäuser, was nichts anderes ist als die Tagesbewegung des Mondes. Dem heutige Mondhaus im Löwe heißt Purva Palguna und symbolisiert Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Etwas kehrt zurück von der Vergangenheit oder wir haben diese Erinnerungen. Jetzt leben wir hier und jetzt und wir sollen etwas vollenden, weil das ist unsere Zukunft. Und diese Transformation vermittelt die heutige Mondenergie. Entweder etwas loslassen von Vergangenheit oder das nochmal im Angriff nehmen und das vollenden, dass wir ins Ziel angekommen sind. Und mit dem Feuerelement mutig zu sein, das in Bewegung setzen. Die heutige Engel ist Engel Vasariach. Ich setze hier in die Mitte. Das sind meine eigenen Engelkarten. Kabbalah ist die Weisheit des Judentums. Und die Kabbalah ordnet die Engel. Und es ist ein System, das wird zugeordnet nach Namen, nach Zahlen auch. Und jeden Tag herrscht ein anderer Engel. Und es wird genau bestimmt nach diesem System, nach diesem Kabbalah. Und die heutige Engel ist, also für 30. November, herrscht Engel Vasariach und hat die Zahl 32. Engel Vasariach ist Engel der Milde, Engel der Gerechtigkeit, hilft uns, gerechte Urteile zu bekommen, hilft Richter, Anwälte, Rechtswesen, gerechte Urteile zu fällen, hilft uns, schlechte Eigenschaften zu bekämpfen. Engel Vasariach ist auch ein Schutzengel und entlarvt Lügner, hilft uns, ein aufrechtes Leben zu führen, hilft uns, liebenswert, freundlich zu bleiben, stärkt unser Gedächtnis, hilft uns bei Kommunikation und befreit uns von Schuldgefühl. Sein Tugend ist Gerechtigkeit und Gnade. Engel Vasariach ist die Schutzengel für diejenigen, die 8. Februar, 22. April, 5. Juli, 6. Juli, 18. September und 30. November geboren sind. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo, ein ganz tolles Angebot für Weihnachten. Weihnachten nähert sich
und ich dachte, ihr sollt euch selbst auch mal beschenken. Und dazu ist dieser Weihnachtsangebot. Ich bitte euch, schreibt mir ein E-Mail. Beschreibt euren Lebenssituation. Auch was wollt ihr verändern, verbessern. Ob das beruflich ist oder finanziell oder betrifft das die Liebe, Partnerschaft. All das, was euch gerade beschäftigt. Auch eure Wünsche und Sehnsüchte, aber auch euren Zweifel und Ängste. Dann schreibt bitte dazu euren Geburtsdatum mit Uhrzeit, wenn das möglich ist, weil das brauchen wir für die Ritual. Dann werde ich etwas zusammenstellen für euch persönlich. Und das ist maßgeschnitten, passt auf euren Persönlichkeit, passt auf euren Lebenssituation und hilft und unterstützt euch energetisch. Dieser Ritualset besteht aus einer Ritualkerze. Dann kommt dazu ein Ritualöl, wunderbarer Duft. Und noch die Düfte, die Räucherstäbe und einen passenden Halbedelstein. Die Besonderheit an diesem Angebot ist, dass ihr bekommt noch zwei Steine dazu, zwei Steine aus dem Meer, was ich selber sammle. Eine von diesen beiden Sternen soll euch innerlich stärken. Das ist ein Geschenk von mir aus Dankbarkeit. Und die zweite Stein wird mit Energie aufgeladen, die weiblichen Energie des Meeres. Und mein persönlichen Energie ist auch weiblich. Und dann kommt die Sonnenkraft dazu und die schamanischen Trommel. Das ist die männliche Energie und bildet sich eine Einheit. Und ich male noch dazu ein Runensymbol auf diesem Stein. Passend auf euren Situation, passend auf euren Persönlichkeit. Und diesem Runenstein dient als Amulett. Das schützt euch, hilft, dass alles in Bewegung kommt und bringt euch Glück. Diesen besonderen Runenstein als Amulett könnt ihr selbstverständlich auch separat bestellen. Der Preis beträgt 10 Euro. Wenn Interesse besteht, dieses Weihnachtsangebot zu nutzen, für euch persönlich oder wollt ihr jemand beschenken, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Mein E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Ich bedanke mich voraus für die Interesse. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Die Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und diese Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern. Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Dieses Video ist wirklich kostenlos.
Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.